Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir über Suicide Squad Kill the Justice League. Im heutigen Video möchten wir darüber sprechen, was es für Mechaniken gibt in diesem Game, mit denen ihr zum Beispiel mehr Schaden verursachen könnt, aber euch auch zum Beispiel vor Schaden schützen könnt. Und da gibt es eine ganze Liste, eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Falls das nicht euer erstes Video von mir ist und ihr andere Videos von mir schon cool fandet zu diesem Game, überlegt doch ein Abo dazulassen, würde dem Kanal wirklich sehr helfen. Ich habe in den Analytics kürzlich gesehen, dass ein riesiger großer Teil von den Leuten, die zuschauen, gar keine Abonnenten vom Kanal bisher sind. Und wir können so viel mehr Videos machen, wir können so viel mehr raushauen und auch für dieses Game tun. Deswegen gerne abonnieren, falls ihr Bock drauf habt. Falls nicht, gönnt euch natürlich den Content auch so. Wir legen jetzt los und zwar mit der ersten Mechanik, die ihr vielleicht schon mal gehört habt und auch kennt vielleicht. Das ist der Konterschuss, also Countershot. Es gibt Feinde, die im Laufe der Zeit irgendwann mal kurz so gelblich aufblinken mit so einem kleinen Symbol. Und das ist nur ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem ihr die Möglichkeit habt, mit einer Extra-Taste einen Konterschuss abzufeuern. Und dieser Konterschuss hat einen Cooldown. Das heißt, dieser eine Konterschuss sollte bestenfalls treffen, weil ihr dann keine zweite Möglichkeit für einen zweiten Konterschuss habt in diesem kurzen Zeitfenster. Wenn ihr diesen Konterschuss landet, verursacht ihr auf jeden Fall deutlich mehr Schaden als mit normalen Schüssen. Ist also auf jeden Fall eine coole Mechanik, um eure schnellen Reaktionen einfach auf die Probe zu stellen in dem Game. Die nächste Mechanik ist eine extrem wichtige Sache, nämlich die Combo-Punkte-Mechanik. Ihr habt es vielleicht schon am Bildschirmrand gesehen, meistens links etwa in der Mitte angeordnet. Da steigt ein Kombometer. Je mehr Feinde ihr killt mit mehreren Moves, Attacken und das in einer möglichst schnellen Abfolge, desto höher steigt euer Kombometer. Je höher die Combo-Punkte sind, die ihr gesammelt habt, desto besser ist es für euch grundlegend. Denn es gibt Talente und Skills, die sich erst wirklich aktivieren oder entfalten, wenn ihr eine bestimmte Schwelle erreicht habt. Zum Beispiel bestimmte Boni schalten sich erst dann frei, wenn ihr mindestens 10 Kombo-Punkte angesammelt habt. Das bedeutet, um das Maximum rauszuholen, ist es natürlich empfehlenswert, den Kombometer ordentlich zu pushen im Game. Die nächste Mechanik nennt sich Schildernte oder auf Englisch Shield Harvest. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, den Feinden in die Beine zu schießen und dann mit der Nahkampfwaffe, der ikonischen von jedem Helden, den Angriff zu machen und den Feind möglichst zu killen. Und dann droppt der Feind Schild. Und Schild benötigt ihr einfach, um eure Lebenspunkte zu schützen. Wenn euer Schild weg ist, ist nur noch euer Leben da, was sich quasi aufrecht erhält, damit ihr nicht sterbt. Aber euer Leben geht deutlich schneller runter als euer Schild. Bedeutet, auf lange Sicht sollte man definitiv ein Auge drauf haben, dass das Schild möglichst auf 100% ist, damit man nicht schnell zu Hackfleisch verarbeitet wird. Dann haben wir als nächstes natürlich die Fortbewegung und den Fortbewegungsangriff. Das beides gehört zusammen und es ist auch eine wichtige Sache für das, was wir schon besprochen haben, besonders die Kombopunkte. Wenn ihr nämlich eure Fortbewegung nicht gut beherrscht, habt ihr meistens es eher schwierig, dass ihr den Kombometer in die Höhe pusht, weil ihr es einfach nicht schnell schafft, von einem Feind zum anderen zu kommen und euch eine entsprechende Übersicht zum Beispiel zu verschaffen, um auch Schüsse zu landen oder Headshots zu treffen oder was weiß ich, wenn ihr im Nahkampf sein wollt, dann natürlich Gap Closer zu machen. Deswegen ist die Fortbewegungsmechanik von jedem Helden extrem wichtig und bedeutsam, das zu lernen. Man muss es wirklich erstmal lernen, weil es doch erstmal gewöhnungsbedürftig ist für jeden von diesen Charakteren. Aber dann seid ihr gut unterwegs und habt ein richtiges, spaßiges Erlebnis, wenn ihr das mal drauf habt. Und der Fortbewegungsangriff gehört einfach dazu. Das ist auch ikonisch für jeden Charakter und der kann halt unter Umständen euch mal den Arsch retten oder wirklich richtig krass Damage reinhauen, wenn ihr das gut platziert. Und das ist ja von jedem Helden zum anderen Helden auch unterschiedlich, was da getan wird. Dann hätten wir den Suicide Strike. Und der lädt sich ebenfalls auf über Zeit. Und ihr solltet euch wohl überlegen, wann ihr den zündet. Denn der Cooldown ist schon ziemlich lang. Allerdings ist der Suicide Strike wirklich tödlich. Also er haut richtig rein, ist ein richtig starker Angriff bei jedem Helden. Einzigartig für jeden Helden und anders dementsprechend. Deshalb auf jeden Fall bedenken, dass ihr den als Ass im Ärmel immer dabei habt und dass ihr ihn auch zum richtigen Moment anwendet.
Dann haben wir natürlich die Set-Boni, auf die ihr dann in Zukunft achten solltet. Hier gibt es dann Möglichkeiten, Feinde die Zustände draufzulegen, zum Beispiel, dass sie brennen und während sie brennen, kriegen sie mehr Schaden zum Beispiel. Also da wirklich drauf achten, wenn ihr dann mal Sets findet, dass ihr dann auch die entsprechenden Zustände auf die Feinde legt, um hier das Maximum rauszuholen. Da lässt es sich zum Beispiel sehr gut kombinieren, wenn man dann mit Ivy es anregt, die Melee-Waffen, also die Nahkampfwaffen, entsprechend auch mit Afflictions zu versehen, die zu diesen Boni auf den Set-Gegenständen passen. Dann hätten wir natürlich die Notorious-Items und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, extra Patronen zu verschießen. Das haben wir im Livestream sehen können, der stattgefunden hat. Da müsst ihr erstmal Ladungen sammeln, indem ihr diese Notorious-Waffe anwendet im Kampf mit den normalen Schüssen. Aber dann könnt ihr, ich glaube beim Keyboard ist es die Q-Taste nutzen, wenn ihr die gedrückt haltet, verändert sich euer Fadenkreuz und ihr habt dann andere Schüsse zur Verfügung, die richtig reinknallen dann beim Feind, wenn ihr es gut macht. Bedeutet hier auch wirklich sinnvoll, sich einfach mal die Itembeschreibung dann durchzulesen und zu gucken, was ihr da ausnutzen könnt, denn diese Effekte haben es in sich und die werden dann spätestens im Endgame enorm wichtig sein, dass ihr gut durch den Inhalt durchkommt. Dann haben wir Bösewicht-Synergien, so habe ich das jetzt einfach mal ins Deutsche übersetzt, also Villain Synergies. Und das kann passieren, wenn ihr von Notorious Items irgendwas ausgerüstet habt, aber ihr habt auch von Infamous Set irgendwas ausgerüstet. Und je nachdem, zu welchem Bösewicht das eine und das andere gehört, kann es sein, dass ihr eine Kombi findet, die euch dann eine Synergie, einen Synergiebonus freischaltet. Und das kann passieren, je nachdem, welchen Mix ihr da ausgerüstet habt. Und dieser extra Bonus kann auch ebenfalls richtig reinknallen, so wie es ausgesehen hat. 500% mehr Schaden an gewissen Feinden, zum Beispiel für kurze Zeit. Das ist natürlich ein Bonus, den man gerne dabei hat. Deswegen gerne mal rumexperimentieren, was man von welchen Bösewichten ausrüstet als Item. Das kann in Zukunft im Game auch richtig krass entscheidend sein für euer Damage-Output und eure Performance in-game. Dann natürlich die Nahkampf- und Fernkampf-Kombi einfach zu überlegen und zu schauen, wie macht es Sinn, das miteinander zu verketten, wann macht ein Nahkampfangriff Sinn, wann ist es besser, auf Fernkampf zu bleiben und mit welchem Helden man was macht natürlich. Dann haben wir eine Mechanik, nämlich die Squad-Skills. Und das ist so ein Paragon-System letztendlich, also eigentlich ein Level-System im Endgame. Wenn ihr Stufe 30 erreicht habt mit eurem ersten Charakter, schaltet ihr dieses Squad-Skill-System frei und ihr sammelt dann immer weiter Erfahrungspunkte, steigt immer weiter auf und bekommt Squad-Skill-Punkte. Und das ist ein Skillbaum und hier habt ihr viele Talente, die euch zum Beispiel mehr Damage geben und in manche von diesen Feldern könnt ihr unendlich Punkte investieren. Manche Felder sind limitiert mit den Punkten, zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte zu bekommen, da könnt ihr glaube ich maximal 20 Punkte investieren, weil es natürlich dann irgendwann zu krass wäre, so einen riesen Erfahrungsbonus zu haben von 1000% oder so. Aber bei manchen Sachen könnt ihr wirklich unendlich Punkte reinbuttern. Und da profitieren dann auch andere Charaktere, wenn ihr denn mal sagt, ich möchte jetzt nach Ewigkeit Deadshot spielen, mal Harlequin anfangen, dann beginnt ihr mit ihr, aber profitiert trotzdem von den bereits verteilten Squad-Skill-Attributwerten, die euch dann schon mal stärken von null an quasi. Das ist eine coole Sache, sollte man auf jeden Fall dann natürlich langfristig auch nutzen. Was noch dabei ist, sind die Gizmo-Fahrzeuge. Also man hat ja hauptsächlich was Fliegendes gesehen bisher und die können wohl auch mehrere Charaktere einsteigen. Es gibt einen Platz für ein Geschütz, es gibt aber auch einen Platz unten. Man kann dann für kurze Zeit die Monster richtig platt machen mit schwerem Geschütz. Dieses Fahrzeug explodiert dann aber nach einer gewissen Zeit. Das heißt, man sollte es anstrengen und reinhängen, dass man möglichst viel Schaden austeilt, während man mit diesen Harakiri-Fahrzeugen unterwegs ist, sage ich mal so. Und dann gibt es zum Beispiel noch was in den Talentbäumen von den einzelnen Helden, nämlich ein Squad Ultimate Skill. Und hier kann es von Vorteil sein, wenn man mit anderen echten Spielern unterwegs ist, dass man sich doch mal kurz abspricht, wer wann diesen Squad Ultimate Skill zündet. Der kann sehr hilfreich sein, einfach für alle Partymitglieder, aber er stackt nicht. Das bedeutet, es macht natürlich Sinn, dass es für die Dauer, wo dieser Skill wirkt,
wirklich einer zündet und dann ist die Dauer vorbei und dann zündet es der andere und dann zündet es der andere, wenn der wieder vorbei ist und so weiter und so fort. Anstatt dass alle vier gleichzeitig jetzt ein Ultimate Skill zünden, da bringt es nichts, den Effekt, der wird nicht stärker dadurch. Und das sind erstmal so die grundlegenden Sachen, die es zu beachten gibt im Game, wenn ihr einsteigt. Im Endgame kommt dann noch mehr dazu, besonders was Feinde angeht, deren Zustände, was sie so machen, an Mechaniken haben. Stärkere Feinde haben teilweise auch Mechaniken drin. Bossfights werden sehr wahrscheinlich auch Mechaniken drin haben, wo ihr gut drauf gucken müsst, wie ihr damit umgeht. Es gibt häufig Schwachpunkte, auf die ihr zielen könnt. Natürlich den Kopf bei den meisten Feinden auch, aber es gibt auch oft solche Blasen zum Beispiel, die so lila sind bei diesen Brainiac-infizierten Helikoptern auch oder sogar den Panzern. Da drauf zu ballern ist sehr, sehr vorteilhaft. Heute irgendwas Neues mitbekommen hier im Video? Falls ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video natürlich fleißig. Und wenn ihr, wie gesagt, ein Abo da lasst, würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video vielleicht. Macht es gut und viel Spaß beim Ballern. We'll be right back.